Finale bei uns in der GSP in der Liga 1. Wir waren in Sao Paulo in Brasilien und wo kann man ein Finale besser abhalten? Richtig, es gibt keinen Ort. 4,3 Kilometer Strecklänge, 15 Kurven, 2 der S-Zonen, wildes Wetter und bei uns in der GSP zum Ende der Saison einfach immer wieder ein Highlight mit voller Action. Danger Times, dritte Pole der Saison hier im letzten Rennen vor Tobi, It's Coolman, Yuri, Justin, Mantaplatte, Axelinho, Pikachu, Payne und Moritz. In der Formation Lab fängt es auf einmal an zu regnen, doch wir starten auf Slicks. Was ein wildes Wetter schon wieder. Kralle, Einbeier, Junge, Blaze, Robin, Platendo, Bermann, Probone, Silbo und Ruffy mit einer Last of First Challenge. Alles mit dabei, was man braucht. Wir gehen rein. Finale. Los geht's. Ab geht's. Geht's. Danger kommt gut weg. Bobby auch. Wird aber nicht reichen. Justin kommt gut weg. Oh, 3 wide. Hier einiges. Einiges los in der ersten Kurve im Senna S. So, schauen wir mal, Justin gegen Yuri, das ist der KWM-Fight. Justin außen mit Überschuss. Yuri hält rein, Coolman blockiert jetzt da. Das hilft Yuri, jawohl. Oh, Moritz muss da weit gehen, verliert Positionen hinten. Oh, Justin riskiert den Berg hoch rechts, hat jetzt die Innenseite. Oh, da muss Yuri weit gehen. Boah, und da fährt er fast Coolman drauf, weil da kommt er nirgends mehr hin, der Justin. Sehr eng, sehr hart, aber er ist erstmal vorbei. Blatendo, wir fahren die gesamte Runde nebeneinander, das ist geil. Doch alles gepusht, aber. Ja, ja, das stimmt. Mit deiner Runde fast halt das halt mit Moritz. Passt auf, es regnet schon. Ja, mein erstes Gorn, ich hab nur 40%. Na, vielleicht könnte Coolman auf der zweiten DRS-Zone probieren. Wenn er jetzt, also er kommt jetzt ganz nah ran, zeigt sich einmal, wird aber keinen Move machen, Justin auch nicht. Kommt es auf den Exit vom Senna S an. Mantaplatte jetzt an Yuri vorbei. Boah, Justin ist da viel schneller eigentlich. Ja, alle pushen fleißig. Oh, 3 wide. Uiuiui, Justin zieht zurück, Coolman hält voll rein. Jetzt Switchback von Tobi klappt nicht. Stark gemacht. Und Danger Time 2,5 Sekunden weg da vorne. Das Justin mit gewaltig Überschuss gegen Tobi, jetzt auch noch mit Windschatten gegen Coolman. Da am Straucheln aus dem Senna S am rauskommt. Der Move von Justin gegen Coolman, oh, das ist spät. Platendo jetzt gegen Rob Nitex. Aber ganz sauber. Beide respektieren sich. Sehr stark gemacht von Justin, richtig gut. Schöner Move. Ruffy wie Einberger überholt. Probone an Axel vorbei, da habe ich noch den Rest mitgenommen. Die Mercedes, die pflügen da durch. Als wären es beides Lewis Hamiltons. Aber es scheint nun nicht wirklich. Kralle mit einem ganz schlechten Exit, das nutzt Ruffy sofort aus. Im Stile eines Champions. Ja, Ruffy wird mit Sicherheit mit weniger Heckflügel unterwegs. Ja, der gemeint, der hat das Italien-Setup am Start. Und auch Probone macht vorne das Überholmanöver gegen Yuri. Perspektive aus dem Yuri-Hack und jetzt sehen wir hier gleich, wie Ruffy Axelinho attackiert. Klappt aber erstmal nicht. Ja, Axel extrem spät auf der Bremse. Er sollte jetzt seinerseits erstmal an Yuri vorbeikommen. So, jetzt Axel. Ruffy zieht er wahrscheinlich gleich mit, jawohl. Ja, Yuri wehrt sich aber nochmal, war der Quersteher beim Exit. Sowas tut so weh, wenn du hier so von zwei Leuten gleichzeitig überholt wirst. Ja gut, Yuri scheint sich aber grundsätzlich sehr schwer zu tun. Boah, Probone im Mittelsektor gegen Payne. Der kontert aber nochmal. Das ist so ui, das ist eng.
Nächste gehört wieder Probone. War stark gemacht gegen Payne. So, Justin an der Box, Tobi, Mantaplatte, Payne. Oh, 5 Sekunden Mantaplatte, 5 Sekunden Tobi, 5 Sekunden Pikachu. Jetzt doch scheinbar doch etwas nass auf der Strecke. Ja. Kohlmann an der Box, Einberger an der Box. Und Ruffy bleibt auch noch draußen. So, Justin hat aber wirklich so gar keine Zeit gut gemacht auf den Inters. Er kommt natürlich jetzt vorbei. So. So, Justin ist auf jeden Fall mal näher rangekommen, das ist soweit logisch. Der war ja auch deutlich früher als Danger Times in der Box. Boxenstopp, der hat also so. Ja, Ruffy jetzt vierter. Genau. ja, also das mit dem Overcut hat, warum auch immer, richtig gut funktioniert. So, wenn er jetzt einen besseren Exit erwischt. Boah, Coolman macht da erstmal. Der kämpft hart mit dem Auto und den Bedingungen. Da ist Ruffy völlig problemlos durchgekommen. Und Killerkralle. Wieder gelb, das ist Robney Text raus. Oh, der hat sich zerlegt, das gibt einen Safety Car, ja. Hier gibt jetzt Gas, jawohl. Justin hat aber einigermaßen aufgepasst. Da dahinter. Attacke. Oh ja, oh ja. Spielt da auch noch mit. Axel wehrt sich. Und Coolman viel zu spät auf der Bremse. Das war ganz stark von Ruffy aufgepasst. Schlüpft er an beiden vorbei. Und Blaze hat sich verabschiedet in Kurve 1. Ich war zu vorsichtig auf dem Gas. Mauer aufbauen. Oh mein Gott. Das ist auch gar nicht gut, ja. Perfekt. Blaze, bitte dive Einberger. Krone. Verbrennen Sie sich alles auf? Da probiert, Digga. Ja, der ist ganz lost, der Typ. Das war nicht meine Schuld, oder, Manti? Alter, ja. Aber es reicht für Pro Bono und Tobi kommt da auch nah ran. Aber da ist der Switchback von Mantaplatte. Und da berühren sie sich. Boah. Ich glaube, dann nimmt er den Bärmann mit. Ach, scheiße. Ja, okay, Mantaplatte hat Flügelstand. Das ist auf jeden Fall das nächste Safety Car. Ja, steht auch schon da. Danger Times for Justin, for Ruffy. Drei große Kaliber. Aber Danger Times hat den Neustart ziemlich gut hinbekommen. Die ersten vier da inklusive Ruffy, inklusive Yuri, gut weggekommen. Danach kleine Lücke, Coolman. Der tut sich sichtlich schwer. Na, Yuri hat sich jetzt auch einigermaßen stabilisiert mit der Sekunde. Syntik schreibt, oh, jetzt haben wir gelb, wer ist das? Das ist Yuri. Nein. Jetzt haben wir ein VSC, weil er da so lang steht. Da hat Danger Times einen Fehler gemacht. Im Center ist, jetzt müsste der Move von Justin kommen. Ja, der kommt auf jeden Fall. Die halten aber volle Möhre drauf. Justin jetzt einen Ticken später auf der Bremse. Da geht's jetzt um Platz 2. Ja, da hat Danger vielleicht ein bisschen Eich reingehalten. Und jetzt hat er sich nochmal vertan und jetzt ist sofort Ruffy auch durch. Das wird ihn sehr ärgern. So, GG, Justin, GG, Ruffy, GG, Danger Times. Stark gemacht. Auch an Coolman und Axelinho. Jawohl. Glückwunsch an die drei. Auch an Playtendo, auch an Payne. Probone, behält er den 8? Na, nicht ganz. 4/10. Trotzdem auf 9. Ist auch nicht verkehrt mit Quali-Sperre. Moritz holt ein Pünktchen, das freut mich.